Ich baue das mal ab hier. Ich habe halt Angst, dass das gleich in die Luft fliegt. Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Tech Industry. Juhu! Okay, wir stehen hier vor der Kiste mit dem Loot von der Mining Turtle. Ich habe da auch die ganzen Seitengänge mal abgeguckt und alles mal mitgenommen, was wir da so gefunden haben. So, muss ich kurz mal ändern. Habe ich nämlich wieder einiges getestet außerhalb unserer Let's Play-Reihe. Ja, und dann nehmen wir so ein bisschen diesen Loot hier raus und stopfen den doch einfach mal spaßeshalber unter anderem in den Makerator. Da kann man auch direkt doppelt so Dinge da reinhauen. Wunderbärchen. Okay, was ist das? Ach, der Disk Drive. Ja, das mit den Kisten, das wollte ich mir mal anschauen und auch mal ein bisschen modifizieren. Wir nehmen mal diese beiden Dinge raus, den Laser und Assembly Table. Die werden wir nun brauchen. Ja. Haben noch diese Pipes eigentlich, diese Conductive Pipes. Die wären jetzt auch nicht schlecht, wenn wir die noch hätten. Nee, hier dann aber. Wooden Stone. Die müssen reichen. So, das Ganze dann am besten in Nähe von dieser Kiste. Dann nehmen wir einfach mal diesen Boden hier raus. So. Ah, jetzt hätte ich aber Angst, wenn ich so fleißig das dann wieder umbauen will, dass mir das Ding verloren geht. Also machen wir nur so einen kleinen Boden irgendwie rein. Dass das auch ja nicht passiert. Okay. Dann kommt die Decke wieder drauf. Dann kommt der Table dahin. Und der Laser kommt. Ja, das schauen wir mal, ob der noch hier kommt. So, so, so. Nee. So. Ja, dann müssen wir dann auch Redstone und Gold reintun. Ich baue das mal ab hier. Ich habe halt Angst, dass das gleich in die Luft fliegt. So viele von diesen Conductive Pipes haben wir ja auch gerade nicht mehr. Gold. Und ein bisschen Redstone. Okay. Nicht so viel drehen. Ich übertreibe es wieder mal. So. Da wollen wir die goldenen Chips haben. Okay. Und dann hauen wir das hier rein. Ja, dann arbeitet der das hier so zurecht, dass da diese goldenen Chipsets rauskommen. Und die werden dann automatisch in diese Kiste gestopft, wenn nicht so voll wäre. Ja. Und dann können wir auch bald diese Logistikpipes machen. Daraufhin arbeitend brauchen wir eine Black Coal Chest. Ah ja, wir haben Diamanten dabei. Da brauchen wir zwei von diesen Diamantblöcken. So, richtig teuer, ich weiß. Aber ich finde, das geht noch so. Gerade. Haben noch Kisten hier irgendwo. In den Kisten. Ja, hier nicht. Auch nicht. Nö, ich glaube nicht. Okay. Machen wir eine neue Kiste. So, tada. Haben wir die Kiste. Kommen die Obsidianblöcke hier außen rum. Und da kommen die Diamantblöcke. Und dann kriegen wir diese Black Hole Chest. Tada. Die hat den Vorteil, dass die ja extremst groß ist. Es gibt auch so ein paar Bugs, deswegen ich vorher immer Angst hatte, die da reinzusetzen. In unsere Singleplayer-Welt, aber no risk, no fun, Leute. Okay, also die Black Hole Chest haben wir auch schon mal.
fehlen uns praktisch nur noch diese Logistik-Pipes. Gucken wir mal, wie weit ist dieser Assembly Table noch. Nicht wirklich weit. Und wir gehen einfach mal schlafen. So, was macht unsere Batterie? Ja, die verliert ganz gut Energie. Wir holen mal so ein bisschen Holz. Können wir Holzkohle machen und mit der Holzkohle machen wir dann wieder ganz viele. Ach ja, können wir die hier nehmen. Nehmen wir ganz viel Holz noch. Ist ja unnötig, dann extra in den Wald zu gehen. So, in den Keller, genau. Huch, muss auch reingehen. So, tadap. Dann steht da jetzt die Holzkohle, die wir brauchen. Dann Leder, genau, wir brauchen Bücher. Strings brauchen wir auch. Auch keine mehr. Sowas. Obwohl, da fällt mir ein, wir haben dort diese String Seeds. Machen wir die. Die müssen ja auch irgendwo rumzuliegen haben. Zuckerrohr. Fackeln, die können wir auch mal alle mitnehmen. Das Goldkabel, Black Horses, Schilder. Ne, das ist irgendwas Unnötiges. Das kann man mal rausholen. Und dann tun wir da, was kann da noch? Gibt's das? Da sind wir ja schon fertig. Ne, gibt's nicht, okay. So, dann schauen wir mal. Wir brauchen jetzt Leder. Denn ich will mir mal ein Buch verzaubern lassen. Ich verzauber es ja selber. Naja, Getreide brauchen wir auch. Ah, jetzt habe ich diese. Okay, wartet. Wir gehen nochmal zurück ins Haus. Da, an die Kiste wollte ich. Genau, hier haben wir diese Flex Seeds. Die wollte ich haben. Ich nehme dann auch direkt mal so ein paar Saplings mit. Ja gut, davon haben wir noch 45. So. Können wir dann gleich auch in diesen Generator schmeißen. Die Setzlinge bringen ja auch Energie. Die müssen wir nicht sinnlos da im Inventar behalten. So, kommt mal ihr Kühe. So, da. Zwei. 3, 4, 5. Ja, mehr Getreide habe ich auch nicht. Jetzt können wir erstmal ein paar töten hier. Drei. Vier. Oh, scheiße. Ja, das war es ja praktisch. So, jetzt muss mal Platz da, damit ich hier wieder rauskomme. So, ich muss mal kurz meinen Viehbestand zählen. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. So. Jetzt ist wieder eine gerade Zahl. Ne, Zucker wollte ich mitnehmen. Nö, ich kann hier nichts lassen. Brauche ich alles. Ah, ich habe ganz gut Hunger, sehe ich. Ah, die Flexi sollte ich sehen, ne? Egal. Jetzt bin ich wieder unten. Nom 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 nom. So, hier kommen erstmal die ganzen Saplings rein. Da oben. Ach, kann man die nicht verfallen?
Oh, die. Interessant. Habe ich. Kann ich die auch verfallen? Ja, die kann ich auch. Warum kann ich die nicht? Wofür sind die nötig? Die sind da voll sinnlos dann. Im Grunde. Ich tue mal auch welche da oben rein. Geht das Ganze schneller. Jetzt nehmen wir mit. Kommen die da rein. Doch hier draus schnell ein bisschen Papier. Wie war das so, ne? Na gut, jetzt haben wir zwei zu viel. Da rein. So, haben wir drei weitere Bücher. Kommen wir schon mal ein. Wie sind die abgelegt da? Können wir ein Regal mehr machen? Yay! Bücherregal sind teuer, finde ich. Brauchen wir die anderen? Die haben wir da auch schon irgendwo gehabt. Hat wir noch nie Bücherregal? Kann doch nicht sein, oder? Dann hatten wir eben. Hä? Ich dachte immer, wir hätten irgendwelche Bücherregale so. Ganz komisch. Okay, die holen wir erstmal raus. Tun neue rein. Was habe ich denn an? Ach, das Lab-Pack. Okay. Tun wir da die Holzkohle rein. Ja, das Problem ist wirklich, dass das ganz gut Energie frisst, dieser Assembly Table da unten. Muss man noch irgendwie was machen. Was Gescheites. Hat er schon einen gemacht? Nee. Oh, der erste ist bald fertig. Ja, bald haben wir 40.000. Haben wir den ersten. Dup, 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 dup. So. Lol, wir produzieren zwar immer mehr Energie und so, aber die Energiemenge, die wir produzieren, wird direkt wieder weggesaugt. Na, das ist bald fertig. Komm schon. Gleich ist es soweit. Das einzige Problem hierbei ist wirklich, dass das im Grunde richtig viel Holz frisst. Bisschen Energie eigentlich, ne? Das Holz ist ja nicht wirklich das Problem. Okay, jetzt haben wir den ersten. Tada! Jetzt kann man die Logistik-Pipes machen. Jetzt stellt sich so raus, statt dass ich da irgendwas falsch gemacht habe. So, Logistik-Pipes. Basic Logistik. Oh nein, wir brauchen zwei Stück davon. Auch ätzend. Wie ätzend ist das denn, ganz ehrlich? Ja, dann gehen wir nach oben und hauen diese Flexseeds da mal weg. Eine unbeschriebene Floppy Disk? Ne, ist die beschriebene, oder? Oder ist unser Programm jetzt da weg? Das muss ich gerade nachgucken. Ich bin irritiert. Wehe, unser Programm darauf ist weg. Ah, okay, ist er drauf. Da bin ich erleichtert. Da bin ich erleichtert. Das müssen wir aber mal dringend umbenennen irgendwie. Ich lasse die mal hier drin.
Ja, genau, in den Garten wollten wir. So. Dann hauen wir hier ein bisschen Getreide raus. Und tun da stattdessen diese Flexseeds rein. So. Einmal kommen hier drin auch rein. Zweimal. Ihr Kühe, was wollt ihr? Wollt bestimmt nur poppen, ne? Ihr seid so geil. Ah, kommt ihr Kühe, los! Na, ihr wollt noch nicht aufgegeilt werden, okay. Dann eben nicht. Habe ich Verständnis für, auf jeden Fall. Tup, 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 tup. Da haben wir die Setzlinge. Krieg ich keine Setzlinge so für den Dschungelbaum? Ich krieg nur die ganz normalen. Na dann. So, der Baum kommt auch noch mit. Ja, wir müssen jetzt so ein bisschen noch die Zeit rumkriegen, bis das da fertig ist. Oder, ich sehe gerade, wir können auch ganz einfach die Folge beenden. Das wäre ein Alternativplan. Und dann kann ich nämlich jetzt erstmal so ein bisschen offline, also ohne Aufnahme, das dann arbeiten lassen. Das wäre die Alternative. Ja, machen wir das. Kann ich da zurückgehen in das Haus? Sein, hier kommt noch eine Spinne entgegen. Wir brauchen ja ein paar Strings. Aber das bezweifle ich einfach mal. Ja, die können ja wieder weg. Die können auch weg. Oh, 64. Die kommen mit. Den Keller. Ach, hier haben wir noch eine Kiste. Ne, ist nur Erde. Ich dachte, da hätten wir Bücherregale. Ich dachte immer, wir hätten wirklich Bücherregale gemacht. Vielleicht irre ich mich ja tatsächlich. Vergessen, was ich machen wollte. So. Die Kohle mal weg irgendwie. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder und bauen diese Logistikpipes oder bist du schon fertig? Da braucht noch was. Ja, gut, dann, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da. Ansonsten, ja, lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao!